Die Schweizerin ist die Welt in der Ordnung, weil so viele gute, engagierte und motivierte Kandidaten aus allen Parteien sich um politische Ämter bewerben. Heute ist es besonders in Ordnung, weil die Sonne scheint und weil man mit den Leuten Kontakt nehmen kann. Aber am Horizont und auch in der nächsten Etappe hat es ganz viele grosse Herausforderungen. Und darum brauchen wir die Unterstützung der Bevölkerung und brauchen wir auch die Zusammenarbeit im Parlament. Im Moment scheint sie nicht in der Ordnung zu sein. Und das zwar wegen der Wahlen. Offenbar sind so viele verschiedene Meinungen im Umlauf, dass das richtig die Emotionen weckt. Wunderschöne Stadt, wundergute und lebreiche Bewohnerinnen und Bewohner. Und darum sind wir wirklich eine gute Gesellschaft. Ja, die Welt ist in Wetzikon in Ordnung wie überall, mehr oder weniger. Aber in Wetzikon ist vieles gut. Und das, was man im Moment hört, wo die Leute schlecht reden, das ist nicht so heiß, wie es gekocht wird. Das Wetter ist schön, alle Parteien arbeiten zusammen. Wir haben eigentlich das gleiche Ziel, einen unterschiedlichen Weg. Mit dem leben wir und das können wir auch gut umsetzen. Die Welt in Wetzikon ist nicht wirklich in Ordnung. Und zwar, weil jetzt sind Wahlen und wir reden über alles, aber nicht über Inhalt. Und über das müssen wir jetzt anfangen reden. Man sollte die Kandidaten besser vorstellen können, was im Moment stattfindet. Tut nächste Woche. Am Mittwoch gibt es eine Wahlveranstaltung mit 10 Kandidaten. Ja, schön, die Lage ist schön. Eine tolle Partnerin gefunden. Oh ja, dann, das muss ich auch sagen. Frisch verliebt ist man natürlich sowieso. Oder? Geht alles gut. Ja, wissen Sie, ich wohne eben nicht gerne allein. Und darum musste ich wieder jemanden suchen. Und jetzt habe ich in Zwitserland oben wieder jemanden gefunden. Wettermäßig ist es Hammer.